Hey Leute, schön, dass ihr reinschaut. Und jetzt viel Spaß beim Video. Verstehe ich den jetzt hier? Okay. Wollen wir mal gucken, ob neue Stars oder so? Warte, wann kommt die an? Was ist auf dem Dach? Ich weiß ja nicht, welchen Tag wir haben. Wollen wir auch nicht gucken, wenn die ankommen. Hier steht was Neues. Unser Nachrichtendienst hat ein Telefonat abgehört, durch welches wir konkrete Informationen über einen anderen Schmuggler erhalten haben. Nationalität Al-Bakara. Ja, bloß nicht zu viele Informationen. Also noch ein bisschen genauer ging es ja wohl nicht. Also wir suchen einen aus einem Land. Okay, danke. Achtbrief. Mit Wirkung vom 19. April 1981 ändert das Verkehrsministerium die Vorschriften, die Güterbeförderung innerhalb Akaristans. Jeder Fahrer, der Ware einführt, muss einen gültigen Frachtbrief haben. Jede Unstimmigkeit in Unterlagen führt zur Verweigerung der Einreise. Das klingt aber kompliziert jetzt. Ah, okay. Wie viele sind das so? Oh, ein Hippie-Puss. Der kommt nicht rein. Komisches Land hier. Wir haben ja, also hier ist nicht mit. Oh, das ist jetzt schon. Ich würde manchmal die Leute schon an der Hand, einfach nur wie sie aussehen, würde ich schon gerne nicht reinlassen wollen. Ist das böse? Ein bisschen, ne? Egal. Okay, wenigstens. Frachtbrief. Felix Uboll. Gasherd. Dreimal Gasherd. Zweimal Toilette. Ölfass, Zement, Kühlschrank. Ach, Scheiße, muss ich auch noch. Das zählen? 45. Ja, 4, T5L. Okay, das sieht gut aus. Das auch. Ja, es sieht echt sogar noch ein bisschen hässlich aus. Was ist das denn hier? Warte mal. Ey, liegen ja schon wieder neue Sachen rum. Okay, haben wir umsonst immer die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Das ist ja geil. Verwende nun deine Liste, um die gesamte Ladung, also Fahrzeug, zu zählen. Alte, der linke Maustaste drückt, wenn man rechts Notizen einsehen. Ah, warte mal, kann ich auch da rein? Mal so. Oh, Tatsache. Aber was für ein Spiel. Das ist ja krass. Oder? Ist ja witzig. Muss ich auch wissen, was das ist, oder? Muss ich jetzt hier drin? Oh nee, ey. Ein Ölfass? Ist da. Was ist das hier? Zement. 10 mal Zement, oder? Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 mal Gasherd. 1, 2, was ist das hier? 3. Wo soll ich denn wissen, ob die mit Gas oder Elektro betrieben werden? Was soll das? 2 mal Kühlschrank ist da. Kann ich die auch aufmachen? Die können doch auch hier irgendwas drin verstecken oder was? Warte mal, kann ich das hier? Ich hätte jetzt gedacht, ich muss das hier vielleicht auch. Aber gut. So, Seife. Einmal Seife. Ich glaube, das ist Seife da drin. Wir glauben es ihnen einfach mal. Kann ich auch noch durchleuchten? Das sieht auch ein bisschen aus wie Blut hier drin, ne? Aber wir gucken nach Kokain. Kokain und Schmuggelware. Ob da jetzt irgendwie ein Kopf drin ist oder so, das interessiert uns gar nicht. Das ist relevant. Ja, wir gucken trotzdem mal. Ich habe ja gehört, im Tank und so, da kann auch was drin sein. Zack. Wird hier irgendwie Kokain. Wir sind noch ein von unseren Leuten außer Korps, der Leibesvisitation durchführt, weil ich werde das nicht machen.
Gut, mein Freund. Sah gut aus. Du darfst rein. Hat er gerade Arschloch gesagt? Ich hab ne Forke. Hat er mich gerade beleidigt? Nee, oder? Albakra. Nein, ich hab nicht geguckt, wo der... Wieder auf der Fahrzeugkontrolle. Warte, was? Was war denn falsch? Felix Sobol aus Akaristan durfte das Land trotz falscher Dokumente betreten. Was war falsch? Was? Oh nein, was habe ich denn falsch gemacht? Ich muss einfach alle einsperren. Warte, ich packe mal mein Inventar hier. Ich packe mal ein paar Sachen weg. Das hier rüber. Das hier rüber. Das. Die Forke behalte ich mal. Das ist ja, also. Ich hätte jetzt aber echt gern gewusst, warum. Was war denn jetzt los? Würde ich muss einmal niesen. Danke. Guck mal, jetzt kann ich ab hier. Ich gleich mit dem Messer. Gleich ran. Der letzte, der hier, weißt du? Der hat mich verarscht. Verarscht mich nicht. Verarscht mich lieber nicht. Shit. Da sie. 23k. 4. Er kommt aus Al-Bakra. Da müssen wir aufpassen. Das ganze Land ist komisch. So. Das war auch gültig. Ich habe jetzt aber nichts. Gucken mal. Ich guck erstmal. Ich guck direkt erstmal so. Der ist mir suspekt. Ich sag, wie es ist. Ich glaube. So, komm weg hier. Sperren kannst du dich später. Oh, sieht aber. Ich kann auch Lichter machen für den. Mach einfach seine Batterie jetzt leer. Er sieht aber freundlich aus. Oh, warte, hat sein. Okay, Passbild passt. Ach du Scheiße. Okay. Ich das einfach. Ah, cool. Geil, ey. Oder muss ich das hier drin ziehen oder kann ich das auch draußen machen? Ich kann ja bestimmt auch draußen machen, oder? Einfach alles leer. Contrabando. Contrabando ist, glaube ich, hier Grenze, oder? Bin jetzt nicht sicher, ob ich schon alles einmal angeguckt habe. Sieht gut aus. Das noch nicht. Ist auch. Natürlich kann ich die Toilette aufmachen, klar. Spielkassen auch? Ne. Da. Ah, als hätte ich es geahnt. Der Schmuggler. Ich hab den Schmuggler verhaftet. Ja, noch nicht. Gönnen jetzt alle seine Güter uns. Das ist ja geil. Du Idiot. Wir verhaften dich. Und dann behalten wir dein Auto und alle deine Sachen. Schönes Ölfass. Jetzt muss ich muss das aber nicht wieder reinmachen oder so. Das war's jetzt. Okay. Na gut. Ab in Knast. Ab in Knast. Schön. Endlich wieder habe ich bei meinem Schreibkram jemanden, der mir ein bisschen zuguckt. Mir die Zeit versüßt. Rashid. Ich stelle dich gleich meinen anderen beiden Kumpels vor. Die haben vorhin einen Ausflug gemacht. Gestern tatsächlich. Ja.
Die wirst du mögen. Ähnliches Tätigkeitsfeld. Wie du. So, muss halt Türen knallen. So. Was war denn jetzt mit den Gütern? Jetzt mal, was passiert damit? Jetzt mal im Ernst. Okay, 80 bloß. Okay. Ja, scheiße, ne? Jetzt haben wir den. Bei der Mitwirkung, was steht denn da? Im Verkehrsministerium, die Vorschriften für die Güterbeförderung innerhalb Karistans. Jeder Fahrer, der Waren einführt, muss einen gültigen Frachtbrief haben. Jede Unstimmigkeit. Habe ich was übersehen davor? Habe ich was übersehen? Oh. Ich lasse einfach die UV-Taschen damit direkt gleich an. Danke. Hallo. Wer hier? Nö, ich behalte deinen Pass. Ein Gasherd und einmal Düngermittel. Bestätigte Fracht. Nehmen wir mal weg hier. Stepane. Ivorian. Wahrscheinlich übersieht man irgendwann im Laufe der Zeit auch einfach immer mal wieder irgendwelche Sachen, weil... Fangen wir zu betriebsblind wird, ne? Zwei. Ist auch noch gültig, der Besuch hier. Und er sieht dem ähnlich. Ja. Gut. Gucken wir mal. Zwei Sachen soll er drauf haben. Ich würde sagen, wir laden das mal aus. Sicher. Ob ich hier deine Zeit verschwinde, ist mir auch egal. Ich werde hier bezahlt. Mir aus kann das die ganze Nacht so gehen. Dein Auto hat nicht mal eine Armatur hier in ein Fach. Dingens. Arme Sau. Gut. Dann gucken wir uns das mal genauer an. Muss ich auch Nitrat, Düngermittel. Was wird das sein, ne? Gasherd. Das war bestimmt vorhin doch kein Gasherd. Das war ein Elektroherd, ich sag euch das. Unveralbert. Das sieht sauber aus. Die Fracht muss wieder in das Fahrzeug verladen werden. Oh. Ah ja. Wenn er nicht viel macht, aber das beides, das kann er. Autos verschwinden lassen und Fracht einräumen. Sauber. Oh, du darfst ja fahren. Der kommt aus United Rally. Das ist okay. Das Land mögen wir. Jetzt hat er aber Arschloch gesagt. Doch. Ich bin mir sicher. So, nächstes. Gib Gas. Perfekte Fahrzeugkontrolle. Ja. Hallo. Hier kann ich schon so reingucken. Können ja auch Tiere drin sein. Sieht so aus wie so ein Tiertransporter. So, moin. Gib mal her hier. Ja, ist notwendig. Es ist viele Schmuggler im Moment unterwegs. Und die sehen leider alle aus wie sie. Gulay. Erdwave. Alles klar. 863, 2BT0. Das vergleiche ich lieber. Ich habe keine Lust zu gucken. Ja, okay. Augenfarbe. Ich muss jetzt aber nicht auf die Augenfarbe achten oder so, ne? Hoffe nicht. Ich guck mal hier ein bisschen ums Auto rum. So. Warten Sie mal. Ich guck mal hier rein. Mal ein bisschen schauen. Alles Routine. Keine Sorge. Wenn Sie keine Probleme machen, wird das nicht so lange dauern. Okay. Erstmal direkt. Ich suche auch eigentlich nur Schmuggler, ne? Der Rest ist mir eigentlich fast egal. Schnauze. Wie gesagt, du sollst kooperativ sein. So. Irgendeine Schlange hier? Nee, ne? Kann das auch ein anderes Symbol sein?
Eigentlich nicht, ne? So, wir haben hier einen Herd, wir haben einen Kühlschrank, wir haben Düngermittel. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Im Zweifel ist das alles Koks. So, was haben wir denn hier? Kartoffelsack. Ah ja. Käsekiste, das soll eine Käsekiste sein? Da steht Cheese drauf. Alter, wie viel Käse ist denn da drin? Und warum ist es zerbrechlich? Das ist Käse. Da ist bestimmt irgendwas anderes drin. Na, Hauptsache die Liste stimmt. Schöner Kühlschrank. Einer. Ein Gasherd. Ich brauche Leute, die ich einsperren kann. Was soll denn das? So, 6. Und 6 sind 12. Ja. Das passt. Wie heißt er denn hier eigentlich? Maximov. Maximov. Pack mal ein hier. Ich bin ein Chef, du musst das machen. Ja, passt, ne? Entschuldigung, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Ich dachte, das ist eindeutig, das heißt Arschloch. Und das war's schon heute. Oh. Und war. Was passiert hier auch? Verpiss dich einfach, hat er gesagt. Aber ich habe kein Minus bekommen oder so. Warum? Was? Aber warum? Aber es war doch gefragt, besteht da auf dem noch was anderes drauf? Oh mein Gott! Why? Warte mal, kann auch hier Dings machen. Gescheitert. Aber sagt doch keiner was, ne? Oh nein, warum habe ich den. Aber war. Das geht auch nicht mehr runter, die Schranke da. Scheiße. Ja, kacke. Oh, ich bin vielleicht doch nicht so ein guter Grenzpolizist, wie ich immer dachte. Meine Mutter hatte Unrecht. Scheiße. Na ja, gut. Ich war auch recht müde. Muss mal ein bisschen schlafen. Das liegt an diesem Fehlerkontrolle. Minus 200. Ich habe Minus gemacht. Oh mein Gott. Oh, kann man sich ins... Kann man hier sich tatsächlich so ins Minus bringen, dass das Spiel vorbei ist? Ach du Scheiße, hat er... Oh mein Gott. Jetzt auch noch eine Prüfung. Oh nee. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich hier gerade mache. Was alles Scheiße. Ich habe jetzt schon Minus gemacht. Oh Gott. QKI, das müssen wir uns merken. Wir vermuten, dass der Fahrer, der gestern nicht zur Kontrolle angehalten hat, versuchen wird, die Grenze zu überqueren. Ja, okay. War davon irgendwas nicht richtig? Hab ich falsch gezählt? Das gibt's doch gar nicht. Alter, das ist echt, Natürlich hat er auch 48 mal Zement im Auto. Kein Handel, der will mit mir feilschen. Einige Besucher werden mit dir handeln wollen. In einem kommunistischen Land sind lebensnotwendige Dinge oft nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Kleinhandel kann eine Möglichkeit für dich sein, zusätzlich Geld zu verdienen. Der angezeigte Preis auf deiner Ware in deinem Inventar ist der Preis, den du für den Gegenstand bezahlt hast. Du kannst dadurch vor dem Verkauf ganz einfach prüfen, ob sich dein Geschäft rentiert. Ah. Du kannst jetzt überschüssige Waren an den Barkeeper in bedruckten Beeren verkaufen. Okay. Ach, guck mal, der kauft Päckchen Zigaretten. 35. Plus 23. Gib ihn, Alter. Hier. Wollen wir Minus noch nicht wieder raus? Alter, 80. Aber woher weiß ich denn, ob das jetzt günstig ist oder teuer? Mal ein Päckchen Kaffee und einen Wodka kaufen? Weiß das nicht. Oh, du siehst trotzdem aus wie so ein Gangster. Gib mal hier. 17-jähriger Gangster, aber ein Gangster. Vielleicht der Name falsch?
auf dem Dings. Jubi, Jusi, guck mal da. Tatsache. Das kann auch falsch sein. Oh no. Aber ein Bären als Stempel, das ist cool. Oh, dann hat der Name zweimal nicht gepasst. Ach du, also wahrscheinlich. Oh nee. 2. Mai 1981. Ja, das passt ja wenigstens. Transit, der wird einfach nur durchfahren. Der fährt doch einfach ums andere Land rum. Oh, wieder viele Sachen dabei. Perfekt. Das Bild passt schon mal. Okay, ja, wir müssen erstmal hier. Sicher, sicher, mein Freund. Wo ist der Motor bei dem Auto, sag mal? Ja, ja, ich bin vorsichtig. Zack dir und ließ alles auf den Boden fallen. Zack, 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 zack. Das auch. Irgendwo hier so ein Symbol? Nee, ne? So, würde mich ganz gerne nochmal innen umschauen. Ne? Mal her hier. Genau das würde jemand sagen, der nichts zu verbergen hat. So, Fracht. Es geht echt gut von der Hand hier alles, muss ich sagen. Schon umständlichere Sachen gespielt. Ein Weinfass, ein Kornsack. Wo ist aber. Keine Ahnung, wo ich auf alles drauf. Bananas. Ja, wahrscheinlich sind die Bananas drin. Obwohl, für früher, ja, könnte sein. Okay, hat kein Fracht. Der Frachtstand ist auf jeden Fall nicht richtig. Also kann er nicht rein. Ich will ihn auch nicht direkt gleich verhaften. Und ihn meinen Freunden nennen, aber. Er kommt gleich rein. Geh erstmal in dein Auto, bevor ich dir das, die schlechte Botschaft ermittle. Achso, ich muss die Fracht wieder reinladen. Ah ja. Ja, ist das eine, ne? Maximov, pack mal wieder rein da. Man kann es ja versuchen. Deswegen hat er so traurig geguckt, weil er seine Sachen behalten wollte. Ja, auf jeden Fall nicht, ne? Junge, wer den Fracht nicht fälscht. War weg hier. Wenn wir Glück haben, fällt irgendwas aus dem Auto hinten raus. Das war jetzt aber richtig, oder? Ja. Oh Gott. Okay. Alles klar. Also, wieder was gelernt. Da müssen wir auch drauf achten. Wichtig. Und richtig. Doch noch mehr auf dein LKW. Was ist das für eine Ladungssicherung? Was ist denn das für eine Ladungssicherung? Hallo? Was ist denn? Habe ich da gerade ein Atomzeichen gesehen? Nee, oder? Okay, erstmal holen wir alles raus. Dann fragen wir ihn. Jetzt kann er nämlich nicht mehr abhauen. Jetzt haben wir nämlich seine Sachen. So. Danke. Hallo? Als ob. Als ob. Sirene an. Und Dings hier. Hier lang, ja. Ein Greif für den Flüchtigen. Oh, hier runter. Können wir so ein Drive-By machen? Können wir hier schießen? Aus dem Auto? Aber der fährt ja ganz schön schnell mit dem LKW. Okay, hier fährt gar nicht schnell, aber. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ey, stehen bleiben! Ich hab deine Sachen noch! Darf da nicht einfach lagern! Du musst es wieder mitnehmen! Kommst in den Knast! Wie bringe ich den jetzt eigentlich zum Anhalten? Oh! Ey! Alter, übel das. Übel das Action-Spiel auf einmal. Oh, Junge. Ich brauche ein schnelleres Auto. Das ist ja.
Also, hält der irgendwann von alleine an oder muss ich ihn einfach übel rammen? Wir nehmen den Bastard sofort fest. Wir nehmen den Bastard auf jeden Fall sofort fest. Geil. Warte. Raus da. Raus da, habe ich gesagt. Raus aus dem Auto. Komm her hier. Das gibt's ja gar nicht. Boah. Ja, Telefonanruf, aber warum muss das denn dann so laut sein dafür? Was hat er denn überhaupt zu verstecken gehabt? Nochmal kurz durchgucken. Wir müssen jetzt ja nicht zwangsläufig zurück, oder? Hat der denn überhaupt irgendwas? Oder ist jetzt einfach nur weggefahren, weil er Bock auf eine Verfolgungsjagd hatte? Hab ich. Wer kennt es nicht, ne? Manchmal hat man... Tatsache. Das gibt's ja gar nicht. Falschgeld. Der Lümmel. Da noch mehr. Ja, Alter, hat er noch mehr dabei? Ich meine, ich bin auch alleine hier. Ist jetzt kein Polizist, ne? Kann ich das Falschgeld jetzt behalten? Also ich würde es für einen guten Zweck stiften wollen. Wenn keiner was verrät. Ist hier auch noch irgendwas? Geil. Oh, scheiße, die haben das gesehen, ne? Du kannst gehen. Ja, wahrscheinlich. Das ist meine erste Erfolg. Er sitzt da und trinkt Bier und guckt sich die ganzen Bums hier an. Die ganzen Gaffer immer. So. Cool. Ich hoffe, das passiert nicht zu oft. Es dauert nämlich ganz schön lange. So, mit dem Auto, das bleibt jetzt aber stehen. Hier stehen ja öfter schon Autos am Straßenrand. Wenn ihr euch fragt, wie das passiert, dass da jetzt ein LKW steht, jetzt habt ihr es eben gesehen. Eindeutig, genau so, auch nicht anders. Ich habe Angst, dass er hier rausläuft. Ich hätte jetzt eigentlich schon gerne da mal geguckt. So, nach links. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich mit der Musik anfreunde und die irgendwann tatsächlich privat höre, wenn ich mal im Garten bin oder so. Dann weißt du, das ist vorbei. Dann stellst du dir als nächstes irgendwelche Gartenzwerge hin. Irgendwann obszöne Gartenzwerge, die sich irgendwo sonnennackt. Dann bist du auch schon irgendwo auf dem Campingplatz. Mit so einem festen Wohnwagen. So gehen Campingplatz ja nicht einzuwenden, aber das, wenn da so Wagen sind, die dann so hochgebockt sind schon. Ah ne, warte mal, muss ich reinfahren? Fahr mal rein hier mit dem Auto. Nee, das wollte ich nun wirklich nicht. Ich kann jetzt nicht. Vanilla. Zack. Ab ins... Nee, das war falsch. Ich wollte nicht selber drin sitzen. So, erstmal hier Falschgeld rein da. Zack, alles rein. Telefon. So, altes Telefon. Am Sägewerk war ich gerade. Einsatz! Außeneinsatz! Es geht los! Es geht los! Ach, hier sind schon zwei drin. Ja, es geht los! Ich freue mich. Krass! Außeneinsatz! Ich brauch... Oh, für die Knarre. Oh, wow. Geil, jo.
Was ist das? Eine Macke drauf, ne? Geil. Ich hatte gerade irgendwie einen Gedanken. Aber. Er ist weg. Naja. Macht auch vielleicht jemand meine Schranke wieder heile, oder? Ich war halt einfach schon am. Eto prabotny aparatniok problema zadon. Eto zaliżna droni od mora. Okay. Geredefehler. Mach mir. Einsatz. Mann, du machst mir einen Mut, dass irgendwas Tolles passiert. Kann ich die auch hier einfach so kontrollieren? Das wäre geil, ne? Wenn ich einfach so eine lange Weile rumfahren könnte und die einfach kontrollieren. Ah ja. Doch, richtig. Leicht nervig, die Sirene. Aber muss halt sein, ne? Das ist halt Einsatz. Oh, Junge. Es lässt sich ganz okay steuern, das Auto, ne? Aber manchmal. Oh. Oh, Cutscene. Nie tap to uwarić. Starszyna Gavrilov, estio zazdro kryminalov. Ich bin raus. Ja. Achso. Wie, ich dachte wir gucken. Scheiße. Ich hab ne Pistole, Mann. Das denn schaffen? Ich will ein Auto in Deckung gehen oder was? Hurka, das gehört dazu. Was można je wożywatko? A trebuje wariszu. A karistanska was trebuje. Afghanistan braucht dich. Ja, das ist wichtig. Das war jetzt der Spruch, der mich motiviert hat.